Der Brand von Notre-Dame hat ja doch für einige Aufregung gesorgt. Dazu möchte ich ein paar Nachbetrachtungen anstellen. Also bis gleich. Die brennende Kathedrale von Notre-Dame hat ja die Gemüter heftig bewegt auf die eine oder andere Weise. Und ich möchte das mal ein bisschen Revue passieren lassen und ein bisschen reflektieren, was das über unsere Zeit und über unsere Gesellschaft aussagt. Fangen wir hier an mit einem Artikel auf der Welt. Hier heißt es Im Ende ein Anfang von Martina Meister, erschienen am 17.04.2019. Weltkorrespondentin Martina Meister beschreibt, wie der Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame die Menschen in ganz Europa zusammenrücken lässt. Eine Liebeserklärung an ein Land, das auch in der Katastrophe noch nach vorn blickt. Und wir lesen hier: Es war, als fürchteten wir, die Kathedrale werde sterben, sobald wir ihr den Rücken zukehrten. Im Fall von Notre-Dame de Paris heißt sterben durch die unsägliche Hitze erneut in Flammen aufgehen, zusammenstürzen, einfallen, verschwinden, sich einfach entziehen von der Ewigkeit zum Nichts, vom Moment der Christenheit zur klaffenden Leerstelle. In der stillen Ehrfurcht der Menschen, die man nicht als Schlachtenbummler bezeichnen darf, lag tröstliche Schönheit. Sie machte aus uns, die ans Totenbett geeilt waren, eine Gemeinschaft, in Trauer vereint, Paris wieder, erneut verletzt, wenn auch von anderer Art als bei den Attentaten. Die Tochter einer Freundin sagte vorwurfsvoll zu ihrer Mutter: »Wie kannst du weinen? Es ist doch nicht das Bataclan.« Niemand ist gestorben. Wir weinten trotzdem, als hätte uns dieses Feuer etwas geraubt, das unersetzlich ist. Wenn man jemanden verliert, mit dem man Momente geteilt hat, kommen Erinnerungen hoch an die Schönheit des Sterbebildes der beiden Inseln inmitten der Seine, dieses Fluss, der nur was für Verzweifelte oder Verliebte ist, wie es Aragon formuliert hat. Wir sehen hier also sehr pathetische und salbungsvolle Worte. Jetzt ist es die Welt, kann man fragen, ist das jetzt hier eine Spezialität eines konservativen Blattes? Schaut man also mal bei der Taz nach und dort lesen wir: Viele können es nicht fassen, wollen das Desaster aber mit eigenen Augen betrachten. Sie finden keine Worte, schütteln bloß den Kopf oder wiederholen Sätze, die sie seit dem Vorabend im Fenster, Fernsehen oder Rundfunk gehört haben. Notre Dame ist ein Teil von uns, oder? Die Kathedrale ist ein Symbol unserer Nation, unserer Geschichte und unserer Kultur. Viele Menschen berichten von einer ganz speziellen Beziehung zu dieser Kirche. Mich verbinden so viele persönliche Erinnerungen mit Notre Dame. Sie heute so zu sehen, schmerzt mich tief. Also das Grundtenor ist auch bei der Taz nicht grundsätzlich anders. Bei einer Sache, die emotional so bewegt, bleibt es natürlich nicht aus, dass das auf die ein oder andere Weise auch vereinnahmt werden soll. Einer der besseren Artikel von Sascha Lobo, den ich ja sonst auch schon ziemlich kritisiert habe, er beschäftigt sich eben mit den verschiedenen Reaktionen im Netz, die es auf diesen Brand gegeben hat. Besserer Artikel von Sascha Lobo meint jetzt nicht zwingend, dass es sich um einen guten Artikel handelt. Ich habe ja auch schon mich sehr kritisch zu seinen Artikeln geäußert, aber es ist ein, ja, ich will mal sagen, durchwachsener Artikel, der aber durchaus auch ganz positive Momente eben auch enthält. Gut. Von rechts bis zum Rechtschaffenheitsreflex heißt es da eben bei Sascha Lobo auf Spiegel Online. Für Rechtsextreme ist die brennende Kathedrale, Pariser Kathedrale natürlich ein Abendland-Untergangsmetapher, egal was die Ursache war. Das muss man natürlich sagen, ist jetzt schon ein Framing, das man zumindest in Frage stellen kann.
Denn ich habe durchaus auch gewöhnliche Konservative gefunden, die sich dahingehend geäußert haben. Wir lesen hier etwa von dem Historiker David Engels, beziehungsweise über ihn. Das ist erschienen in die Tagespost. Das ist eine katholische, ja, ich weiß nicht, ich glaube, Tageszeitung ist es nicht, aber mindestens Wochenzeitung. Dort heißt es eben über David Engels: Es ist wohl kaum übertrieben zu sagen, dass ganz Europa seit Montagabend unter Schock steht. Die schrecklichen Bilder der brennenden Kathedrale im Herzen der französischen Hauptstadt, welche viele Jahrhunderte das eigentliche Herz der abendländischen Kultur darstellte, haben sich bereits unauslöschlich in das historische Bewusstsein einer ganzen Generation eingebrannt und werden wohl ebenso wie die einstürzenden Twin Towers Symbol für das Ende einer Epoche sein. Dort das Ende der politischen Hegemonie der USA, hier das Ende der letzten Illusion christlicher Herrschaft über Europa. Oder analog zu Osterwochen, aus dem Ende ein neuer Anfang wird, Fragezeichen. Und weiter, denn selbstverständlich war es Brandstiftung, wobei es letztlich einerlei ist, ob hinter der Tat jener zunehmend weit verbreitete antichristliche Reflex steht, welcher in Frankreich seit Monaten Tag für Tag zu Anschlägen auf Gotteshäusern führt, oder vielmehr nur eine sträfliche Nachlässigkeit. Ja, man mag jetzt, ich mag das ein bisschen überinterpretiert finden, also das sind schon sehr hochgegriffene Worte, vor allem kann man nach so kurzer Zeit einen Vergleich mit dem 11. September, glaube ich, nicht ganz seriös anstellen. Da müsste man doch ein bisschen warten, wie sich das Ganze in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. Ich habe die Einschätzung, dass diese Bedeutung der Brand von Notre-Dame nicht haben wird. Es ist natürlich spektakulär und unsere Zeit liebt ja Spektakel, vor allem auch wenn sie so beeindruckende Bildern führen. Aber ich glaube, letztendlich ist es doch weit weniger einschneidend, dieses Ereignis. Wie die Anschläge vom 11. September. Gut, aber ich verweise jetzt in Bezug auf den Sascha Lobo deswegen noch drauf, weil jetzt David Engels, also kann man jetzt nicht als rechtsextrem bezeichnen, im Gegenteil, es gibt hier, habe ich ein Beispiel gefunden, wo eben sein Buch Auf dem Weg ins Imperium hier auch bei der Süddeutschen rezensiert wird und ich wäre mir neu, dass die Süddeutsche Zeitung Bücher von Rechtsextremen rezensieren würde. Ich gebe das auf jeden Fall auch in den Kommentaren mit an diese Quelle. Also hier wird auf jeden Fall schon ein ziemliches Framing betrieben, das ich für problematisch halte. Ja, ich meine, aussagenlogisch ist es schon richtig. Es heißt ja, es ist schon korrekt, wenn man sagt, für Rechtsextreme ist das so, heißt das ja nicht, dass es nur für Rechtsextreme so ist. Trotzdem wird natürlich damit ein ganz bestimmtes Bild erzeugt, wenn das gleich in der ersten Zeile des Untertitels so sozusagen so eingefasst wird, dieser Bezug auf das Abendland. Ja, entsprechend fährt dann Sascha Lobo auch weiter, fährt er fort. Dass eine Kirche in Frankreich brennt, nein, dass die Kirche in Frankreich brennt, ist für Rechte und Rechtsextreme, gut, jetzt differenziert er ja schon ein bisschen, mindestens eine epochale Untergangsmetapher. Darunter geht es einfach nicht die brennende Kirche, das zerfallende Europa, der Untergang der europäischen Merkel-Macron-Liberalismus scheint so zu sein, als wollten diese Leute Europa brennen sehen. Ja, gut, bezogen auf die auch relativ starken Worte von David Engels erscheint diese Einschätzung jetzt nicht völlig unangebracht. Wir werden aber gleich noch sehen, dass das durchaus nicht so repräsentativ ist, beziehungsweise das Bild, was hier Sascha Lobo herstellen will, eigentlich sich doch letztlich nicht bestätigen lässt. Gut, fahren wir weiter fort.
Er schreibt dann wieder auch im Sinne der rechten Verschwörungstheoretiker, Muslime hätten die Kirche angezündet, nur so kann es sein, glauben rechte Verschwörungstheoretiker. Auch hier bleibt er letztlich den Beweis schuldig. Ich bin mal durch diese Behauptung inspiriert, ein bisschen auf die Suche gegangen und habe mal bei rechten YouTube-Kanälen geschaut, was sich dort so findet. Wir sind hier, habe ich bei Oliver Flash geschaut, da habe ich nichts gefunden zu dem Thema, allerdings scheint mir sein Hauptkanal auch möglicherweise nicht mehr weiter gepflegt zu werden, weil er hier nur noch sehr wenige Videos hat. Auf seinem anderen Kanal, seinem Zweitkanal Heimatliebe, den scheint er möglicherweise zum Hauptkanal machen zu wollen, weil er wesentlich aktiver ist, aber auch hier habe ich zu diesem Brand von Notre Dame nichts gefunden. Der andere rechte YouTuber, der ja auch ziemlich bekannt ist, ist eben der Volkslehrer. Auch bei ihm habe ich zu dem Thema nichts gefunden. Und auch bei Martin Sellner habe ich nichts gefunden. Also das ist zumindest der rechte Mainstream hat sich jetzt anscheinend nicht unisono auf dieses Thema gestürzt. Der einzige, bei der ein Thema oder einer von den großen rechten YouTubern, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum, die sich dazu geäußert haben, ist der Hagen Grell, der auch diese Anschlagshypothese durchdiskutiert, dass das ein islamistischer Anschlag eben sein könnte. Aber sein Bild ist auch nicht so eindeutig, wie das eben hier von Sascha Lobo gezeichnet wird, denn Hagen Grell erwähnt auch Folgendes. Auch der tiefe Staat in Frankreich und in der EU. Genau wie der Jesuit Moment, und Moslem. Das ist der richtige Ausschnitt. Immer noch ein bisschen weiter zurück. Lager zu verorten. Denn ein Motiv hat auch der tiefe Staat in Frankreich und in der EU. So, also das heißt, für Hagen Grell ist die Sache nicht ausgemacht. Er diskutiert natürlich die Hypothese, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handeln könnte, aber er diskutiert auch die These, dass es sich um einen Anschlag durch den tiefen Staat handeln könnte, also durch geheimdienstliche Strukturen in Frankreich. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, was es mit diesem Motiv auf sich haben könnte. Also auch hier ist das Bild alles andere als eindeutig und ich habe jetzt mit dem Volkslehrer Hagen Grell, Martin Sellner, Oliver Flash, das sind schon wirklich, das ist schon so die rechte, die Prominenz, sage ich mal, im rechten YouTube. Konnte also hier dieses Bild, das Sascha Lobo zeichnet, nicht nachvollziehen. Natürlich werden sich als Belege für seine These irgendwelche Facebook-Posts oder Twitter-Posts von irgendwelchen Leuten schon finden lassen. Ja, das ist aber kein Beleg für irgendwas. Das sind dann einzelne Messpunkte bezogen auf etwas, wo man hunderte und tausende Messwerte bräuchte. Das ist also mit solchen Anmutungserlebnissen, weil man ein bisschen auf Facebook rumgesurft hat und so kommt mir der Artikel so ein bisschen vor, ehrlich gesagt, kann man eigentlich keinen seriösen politischen Kommentar verfassen, so wie das Sascha Lobo hier tut. Was er aber trotzdem ist in einem Punkt der Artikel durchaus um Ausgewogenheit bemüht und das finde ich durchaus positiv erwähnenswert. Er schreibt nämlich, seit Monaten finden sehr viele Brandanschläge und Herabwürdigungen christlicher Kirchen statt, bei denen die Gebäude etwa mit Exkrementen beschmiert werden. Im Schnitt werden in Frankreich 3 christliche Kirchen angegriffen, jeden Tag. Die Aufklärung ist bisher eher die Ausnahme als die Regel. Es muss sich bei solchen Aktionen nicht um Islamisten handeln. Es kann sich um andere Formen von Feinden des Christentums oder des Katholizismus handeln. Es könnte sein, dass es, ich will mal sagen, radikale Laizisten sind. Ja? Frankreich hat eine sehr, sehr lange Tradition des Laizismus und des Atheismus und des Säkularismus auch. Es kann sich um irgendwelche
okkulten, satanistischen Christenfeinde handeln. Sowas hat es meines Erachtens auch in Skandinavien schon gegeben in den letzten Jahren. Ja, oder um irgendwelche anderen Gruppen, die aus irgendwelchen Gründen etwas gegen die katholische Kirche haben. Natürlich kann man auch Islamisten nicht ausschließen. Trotz dessen, was wir eben festgestellt haben, entwirft jetzt Sascha Lobo hier das Bild, dass es sozusagen im rechten Lager durchweg jetzt die Verschwörungstheorien um sich greifen. Hier greift die klassische Unwiderlegbarkeit der Verschwörungsmythen. Wenn sich der Brand als Anschlag von Islamisten erweisen sollte, hatten sie recht. Natürlich wäre das bei einem derart großen christlichen Symbol wie Notre Dame möglich. Ergibt aber die Untersuchung einen Unfall, einen bösen Zufall oder einen Anschlag anderer Gruppen, werden die Rechten das Ergebnis als Lüge aus Gründen der Political Correctness und als Medienverschwörung bezeichnen und trotzdem sagen, sie hätten Recht gehabt. Und wenn sie sich nichts aufklären lässt, umso besser. Ungewissheit ist der beste Freund aller Verschwörungstheoretiker, weil dann Gegenbeweise unmöglich sind. Ja, also hier wird das Bild erzeugt, dass im rechten Lager durchweg jetzt die eine Verschwörungstheorie gesponnen wird. Und das ist natürlich letztlich etwas, was sich ein Narrativ, sag ich mal, das sich gegen jede Form von Verschwörungshypothese oder auch Zweifel an offiziellen Darstellungen generell richtet. Und das ist natürlich schon ein Stück weit problematisch. Bei meiner Auseinandersetzung mit dem Thema ist mir dafür ein Wort eingefallen, wie man das nennen könnte. Das ist ein offizialistisches Narrativ. Ja, also das wäre sozusagen Offizialismus wäre eine Ideologie, die davon ausgeht, in einer fanatischen und dogmatischen Weise, dass immer grundsätzlich offizielle Verlautbarungen, also durch die Leitmedien und durch die Regierung, dass diese Verlautbarungen immer richtig und korrekt sind. Ja, dass also eine Verschwörung unter allen Umständen auszuschließen ist. Ja? Und das wäre natürlich auch eine Ideologie, das wäre auch dogmatisch. Wir wissen ja von der P2-Verschwörung Italien, dass es sehr wohl Verschwörungen gibt und diverse andere Skandale haben das auch in der Geschichte gezeigt. Also von Verschwörungen auszugehen, ist durchaus nicht grundweg unseriös, sondern kann man durchaus als gesunde Arbeitshypothese eines soliden investigativen Journalismus bezeichnen. Ja, deswegen muss nicht alles, was geschieht, das Ergebnis von Verschwörungen sein. Ja. Gut, so viel dazu. Weiß es nicht, wollte ich noch was zu ihm sagen? Ja, doch, einige Sachen habe ich hier noch markiert. Gut, er kommt auf jeden Fall auch darauf zu sprechen, dass es eine ganze Reihe auch von Häme gegeben hat offenkundig durch Muslime, ja, das beschreibt er auch, wie er das hier, dass er selbst sich sozusagen auf die Suche gemacht hat. Und er sagt dann, dass hier von BuzzFeed, ja, einem liberalen Internetmedium, nicht so glücklich darauf eingegangen wurde, dass es eben doch unter einem Artikel da auch etwa 10-20%, wie Sascha Lobo feststellt, eben auch hämische Kommentare gab. Man merkt zumindest an, dass Sascha Lobo sich ein Stück weit um Ausgewogenheit bemüht. Trotzdem ist auch er derjenige, der dann das Narrativ letztendlich in einem offizialistischen Sinne eigentlich versucht zu entwickeln. Kommen wir dann weiter auf die Geschichte mit den Spenden. Also das ist ja eine Sache, die dann wirklich auch für Kontroverse und für Aufregung gesorgt hat. Hier Kathedrale des Geldes. Ich beschränke mich hier auf die Unterüberschrift. Frankreich Superreiche wollen Notre Dame mit 100 Millionen Euro wiederaufbauen. Nun streitet das Land, ob sie Applaus verdient haben oder wirkliche Probleme ignorieren. Also es hat ja sehr schnell von Milliardärsfamilien Zusagen gegeben, 100 Millionen zu spenden, 200 Millionen. Also am Geld, denke ich, wird es nicht scheitern. Also ich glaube schon jetzt ist der Spendenbetrag, der zusammengekommen ist,
deutlich größer als zum Beispiel der Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden überhaupt gekostet hat insgesamt. Und das war ja auch kein kleines Bauwerk. Und natürlich muss man schon sagen, es hat ein bisschen einen unschönen Beigeschmack. Oder es wirkt eben so, als ob hier die Milliardärsfamilien einfach auch diese Gelegenheit nutzen, um in eigener Sache PR und Werbung für sich zu machen, beziehungsweise dieses Unglück auch ein Stück weit für sich selbst zu nutzen. Ja, es ist ja kontrovers in Frankreich die Abschaffung der Vermögenssteuer durch Macron. Das ist eine Politik, die den Milliardären weit mehr Geld gebracht hat, als sie jetzt sozusagen durch Spenden wieder ausgeben. Und man kann durchaus glauben, dass im Zusammenhang dessen, oder der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, dass hier eben jetzt ja, gute PR sozusagen für die Milliardäre gemacht werden soll, nach dem Motto, ach, ist es doch nicht gut, dass wir ihnen das Geld lassen, sie geben es ja auch so für gute Zwecke aus. Ja, hier wird nochmal auch auf diese unglaubliche mediale Redaktion eingegangen, die dieser Brand gehabt hat. Hier schreibt eben Georg Blume, kein Kirchenbrand der Geschichte hat je eine solche weltweite Aufmerksamkeit erhalten. Doch aus Berlin kommen nur dürre Verlautbarungen. Dabei könnte Notre Dame zum Symbol eines europäischen Neustarts werden. Also auch hier wird nun meines Erachtens das Ganze doch etwas überstrapaziert. Also nicht nur Präsident Trump hat sich hier eben geäußert, sondern Präsidenten rund um den Globus, heißt es hier, kommentierten in Echtzeit. Und auch hier der bediente Autor, obwohl er im Sinne Sascha Lobas wahrscheinlich kein Rechtsradikaler ist, stellt hier der Autor die suggestive Frage, war es nicht das westliche Abendland, das brannte? Und der Autor spinnt hier nun ein anderes Narrativ. Also das bei David Engels war doch deutlich mit einer klar, wie ich finde, konservativen Ausrichtung. Gut, es war ja auch eine katholische Wochenzeitung oder Zeitung, in der er sich da geäußert hatte. Bei Georg Blume lesen wir nun, deshalb war es so wichtig, dass jemand reagierte, und zwar nicht nur die Feuerwehr. Gestern versuchte es Emmanuel Macron. Jetzt weiß die ganze Welt, dass Notre Dame in 5 Jahren im neuen Glanz erstehen wird, oder die Franzosen machen sich tatsächlich vor aller Welt lächerlich. Doch genau dieses Risiko einzugehen, während die Experten noch von der Notwendigkeit jahrzehntelanger Renovierungsarbeiten sprachen, zeichnet den französischen Präsidenten nun aus. Er sagt, wir sind ein Volk, das aufbaut. Er vertraute seinen Zimmerleuten. Er verlangte, dass wir aus der Katastrophe eine Gelegenheit machen, besser zu werden als das, was wir sind. Ein hohes Ziel, eine arrogante Anmaßung gegenüber den Bürgern, aber wozu dient politische Führung, wenn sie nicht vermag, für alle verständlich ehrgeizige Ziele zu setzen? Ja, dann wird hier eben macht der Autor einen Schwenk und er kommt dann auf Macron und Europa zu sprechen. Macron hat genau das auch für Europa getan, denn den Untergang Europas, den der Brand von Notre Dame jetzt zu versinnbildlichen schien, hat er seit seiner Wahl im Frühjahr 2017 vor Augen. Er sagt es auch heute noch bei jeder Gelegenheit, Europa kann nicht so weitermachen, sein soziales Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd ist zu groß, seine Verteidigung zu schwach, seine demokratischen Institutionen zu unvollkommen. Und dann gibt es eben hier Kritik in der Art, eine dürre Verlautbarung aus dem Kanzleramt an die französischen Freunde, ja, also dass Deutschland sich jetzt nicht irgendwie empathischer und stärker geäußert hätte. Auch das finde ich irgendwie eine Überstrapazierung dieses Ereignisses, dafür, dass nur ein Dachstuhl gebrannt hat, muss man fragen, ob jetzt gleich
dass das die Sache wirklich hergibt, dass wir da sozusagen eine grundlegende Neuausrichtung in der europäischen Politik daraus ableiten. Und zu diesem sehr pathetischen Stil, finde ich, passt auch, dass mir jetzt als kleine Nebenbemerkung, sei mir das erlaubt, dass ich jedoch eine Ungenauigkeit identifiziert habe. Hier heißt es nämlich, bezogen auf die Kathedrale von Reims: Deutsche Bomben zerstörten im Ersten Weltkrieg die Kathedrale von Reims, aber kein Deutscher außer den Jagdpiloten konnte zusehen. Also, und da habe ich mir tatsächlich mal erlaubt, gegen zu recherchieren. Und was war es, dass im Ersten Weltkrieg die Kathedrale von Reims beschädigt wurde? Allerdings nicht durch Flugzeuge, wie es hier heißt, durch Jagdpiloten. Jagdpiloten, das kann man eigentlich nur so interpretieren, dass es sich um Piloten von Jagdflugzeugen handelt, aber Jagdflugzeuge werfen keine Bomben. Zwar gab es auch schon Bombenflugzeuge im Ersten Weltkrieg, aber wie gesagt, die Kathedrale von Reims wurde nicht durch Flugzeuge, sondern durch Artilleriefeuer beschädigt. Also das ist doch hier wieder eine Ausschmückung hier mit den Jagdpiloten, die einfach der Tatsache nicht, den Tatsachen nicht entspricht, den historischen Tatsachen. Und das, mein lieber Spiegel, riecht einfach schon wieder nach Relotius. Ja, hier wird aus dichterischer und epischer Notwendigkeit heraus etwas fabuliert, was so den historischen Tatsachen nicht entspricht. Und wenn der Spiegel tatsächlich den Anspruch hat, die Affäre sauber aufzuarbeiten, dann sollten solche Dinge eigentlich im Tag, was weiß ich, X nach Relotius beim Spiegel nicht mehr vorkommen. Ja, machen wir weiter. Gehen wir dazu nochmal zum Tagesspiegel. Und da kommen wir jetzt wieder auf einen anderen Aspekt, nämlich auf die Frage, wie sozusagen in der französischen Innenpolitik dieser Brand von Notre Dame aufgenommen wurde. Im Tagesspiegel lesen wir dazu: Seit Monaten kämpft der französische Präsident Emmanuel Macron mit Imageproblemen. Er wird als Präsident der Reichen kritisiert, zu arrogant, zu abgehoben. Die Proteste der Gelbwesten zeigten, dass das Land gespalten ist. Um diese Spaltung zu überwinden, lud der Präsident die Franzosen zu einer großen Debatte über Steuern und Demokratie ein. Die Schlussfolgerung daraus wollte Macron am Montag in einer Fernsehansprache bekannt geben. Doch dann brannte Notre Dame. Macron verschob seine Antwort auf die Franzosen und eilte an den Ort des furchtbaren Feuers. Und plötzlich schien das Land wieder geeint im Schmerz um das Symbol von Paris. Politiker aller Parteien trauerten und auch aus dem Ausland kamen Botschaften, die alle Franzosen ansprachen. Ja, und jetzt ist das hier, ja, hat man fast schon das Motiv zum Greifen nahe, weswegen auch, wie das eben auch der Hagen Gell getan hat, ein Motiv denkbar wäre, dass Frankreich selbst, der tiefe Staat, geheimdienstliche Kreise sozusagen dieses Ereignis inszeniert haben, um von den Gelbwesten-Protesten abzulenken, um sozusagen auch in einer visuellen Weise sozusagen Flammen als etwas für die französische, stolze französische Nation zerstörerisches Framen, also wenn es dann mal wieder auf der Straße brennt, sind dann vielleicht auch wieder diese Bilder von der brennenden Kathedrale, die dann wie so assoziativ da in der Nähe sind, ja. Also das wäre nicht völlig unplausibel und das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel auf KenFM ein Kommentar erschienen ist, der doch auch sich natürlich nicht keine sicheren Aussagen trifft, aber zumindest auch vermutend sich in diese Richtung äußert, dass die Sache auch vom tiefen Staat oder von französischen Geheimdienstkreisen ausgegangen sein könnte. Ja, also auch das sollte man im Hinterkopf behalten. Natürlich sollte das der französische Geheimdienst gewesen sein, wird das die französische Polizei natürlich nicht aufklären, das ist auch klar. Was es natürlich dann auch wieder schwierig macht, diese Hypothese wirklich zu belegen. Da ich aber in meiner grundsätzlichen Ausrichtung oder bei dem Umgang mit solchen Vermutungen Strukturalist bin, ja, das heißt, für mich ist gar die Frage, ob tatsächlich eine Verschwörung vorlag oder nicht, jetzt bezogen auf
Notre-Dame, ob tatsächlich hier der französische Geheimdienst gezündelt hat oder nicht, das ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, wie dann solche Ereignisse benutzt werden, geframed werden, instrumentalisiert werden, welche Funktion sie dann haben. Also darauf muss man, ist es viel wichtiger zu schauen, als zu klären, ob da jetzt eine finstere Machenschaft dahinter steckt oder nicht. Ja. Denn wir sehen auch hier wieder einen Zusammenhang auch zu den Gelbwesten, der ganz in diesem Sinne ist, in dieser Hypothese ist. Wir lesen hier, Demonstrationsverbot für Gelbwesten vor Notre Dame. Also das heißt hier, wird sozusagen auch wieder dieses Symbol der zerstörten Kathedrale, da gibt es den Versuch sozusagen von den Gelbwesten, das Symbol auch für sich ein Stück weit nutzbar zu machen. Ja, man kann sich da schon auch die Plakate vorstellen, die dann gekommen wären, dass, was ich, Frankreich brennt, zu niedrige Renten etc. etc. Aber das wird hier eben von offizieller Seite unterbunden, um so eine sozusagen so eine Entwicklung des öffentlichen Narrativs gleich im Vorfeld zu verhindern. Zu guter Letzt ist noch auf Sputnik ein relativ langer Artikel erschienen, der sich auch mit den Reaktionen auf Twitter etc. beschäftigt. Das möchte ich jetzt nur ganz kurz ansprechen hier. Eine Twitter Botschaft von Natascha Ochsenknecht. Schon traurig dieses Bild. Noch trauriger finde ich, dass innerhalb kürzester Zeit über 700 Millionen Euro an Spenden für den Wiederaufbau gesammelt wurden. Auf der Welt verhungern Menschen, weil kein Geld da ist. Kulturgut muss geschützt werden und ungeschützt unterstützt werden. Keine Frage. Aber Menschen sollten an erster Stelle stehen. Ja, das ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Und man kann fragen, wo eben die Milliardäre Frankreichs stehen, wenn es an anderer, ganz anderer Stelle brennt, und zwar in zwischenmenschlicher und humanitärer Hinsicht. Ja, ein Kommentar, der in eine ähnliche Richtung geht, möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Marie von der Benken, ich glaube, sie ist ein Model, twitterte, natürlich könnte man mit 700 Millionen Euro Spenden statt Notre Dame wieder aufzubauen auch viele Menschen helfen. Aber ist das nicht in erster Linie Aufgabe der Politik? Dazu, wie viele Menschen könnte man mit 31 Milliarden Euro helfen, die durch Cum-Ex der Steuer entgehen? Ja, auch das ein nicht ganz zu vernachlässigender oder nicht ganz unerheblicher Aspekt. Und der gute Friedrich Merz ließ es sich nicht nehmen, Folgendes zu twittern. Wir sollten eine Bürgerinitiative ins Leben rufen, die im ganzen Land Spenden sammelt für den Wiederaufbau dieses überragenden europäischen Kulturguts. Unsere Freundschaft mit Frankreich wird sich damit in ganz besonderer Weise zum Ausdruck bringen und vertiefen. Ich bin überzeugt, dass Herr Merz sicherlich schon 5- bis 7-stellige Beträge aus seinem Vermögen für den Wiederaufbau gespendet hat. So ein guter Mensch, wie er zu sein scheint. Ja, kommen wir zum Schluss. Zunächst mal, was ist meine persönliche Einschätzung? Hat es sich um einen Anschlag gehandelt oder nicht? Also ich glaube, meinem Bauchgefühl nach, dass es kein islamistischer Anschlag war. Zwei Gründe. Der erste, es trägt irgendwie nicht die Handschrift, es gibt kein Bekennerschreiben, es gibt die islamistischen Anschläge in der Vergangenheit haben doch deutlich einen anderen Charakter gehabt, und dann kann ich mir jetzt nicht verkneifen den Kommentar, es fehlt einfach auch der entsprechende Pass. Also eigentlich hätte bei einem islamistischen Anschlag dann durch dieses Loch in der Decke ein entsprechender Pass unversehrt den Boden erreichen müssen, den eben der Attentäter am Dachstuhl dann hat liegen lassen. Da das fehlt, kann es eigentlich kein islamistischer Anschlag sein. Ob es aus dem tiefen Staat von Frankreich kommt, ist nicht ganz ausgeschlossen. Das Timing ist schon irgendwie, schon großer Zufall. Trotzdem, natürlich kann es sich auch um ein Unglück handeln. Ja, das ist meine Einschätzung.
Das ist aber eigentlich, wie gesagt, gar nicht die entscheidendste Frage, sondern die entscheidende Frage ist wirklich, wie dieses Ereignis sozusagen aufgenommen wurde und wofür es steht und warum es so sehr die Gemüter erhitzt, wo doch eigentlich nur ein Dachstuhl gebrannt hat. Ich glaube, diese heftigen Reaktionen, auch von Kritikern, die jetzt irgendwie von linker Perspektive sagen, ja, was soll das hier, das ist doch nur totes Holz, wir haben ganz andere Probleme in der Welt, ja, verweist auf einen großen Fragenkomplex, wie wir mit Tradition umgehen, mit historischem Rückbezug und auch mit religiösem Rückbezug in unserer Kultur. Ja. Ich glaube, dass die Moderne, ja, diesen Bereich, wenn man so will, relativiert hat, marginalisiert hat, auch privatisiert hat, speziell auch den Bereich Religion, dass aber trotzdem die Moderne dort, dass dort ein gewisses Vakuum anzutreffen ist. Ja? Es ist so ein bisschen auch wie unser Umgang mit historischer Architektur. Einerseits verbieten wir uns, historistisch zu bauen, zumindest weitestgehend. Es gibt jetzt in der Gegenwart schon gewisse leichte Anklänge wieder an klassizistische Architektur, aber weitestgehend werden wir noch beherrscht vom architektonischen Paradigma der Moderne. Also wir verbieten uns historisch zu bauen, aber trotzdem sind wir für den Erhalt von historischen Innenstädten. Ne? Was ich persönlich so ein bisschen als Widerspruch ansehe, in unserer Gegenwart. Und das ist so ein bisschen was ganz Ähnliches. Also wie gehen wir sozusagen mit unseren Traditionen um? Einerseits machen wir Archäologie, machen wir Restauration, haben wir so viele Museen wie wohl kaum eine andere Kultur, die sich mit den vergangenen Kunstwerken etc. beschäftigt. Auf der anderen Seite ist die Moderne auch dezidiert ahistorisch. Und ich glaube aber, dass diese Moderne trotzdem auch irgendwo ein Vakuum hinterlässt, das sozusagen, sodass wir uns an solche historischen Symbole irgendwo intuitiv spüren, dass da was ist, was wichtig ist, ohne das wirklich benennen zu können. Ja, also, und ich kann mir vorstellen, dass diese Fragestellung auch in der Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird. Ja, natürlich muss man sagen, jede politische Richtung versucht dann auch so ein emotionales Ereignis oder auch die Emotionen irgendwie schürendes Ereignis für sich zu vereinnahmen. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein und kritisch sein. Ich glaube, dass in 4 Wochen, wenn man auf das Ereignis zurückblickt, man doch irgendwie da ziemlich viel Medienhysterie auch ausmachen wird. Für alle, die vorhatten, irgendwie in nächster Zeit nach Paris zu fahren, habe ich noch einen kleinen Trost, denn Notre Dame wird man jetzt erstmal nicht mehr anschauen können. Es gibt aber auch noch eine andere kunsthistorisch sehr bedeutende gotische Kathedrale im Stadtgebiet von Paris, de facto in Paris, also es ist in Saint-Denis. Ja? Das grenzt ja nördlich an das eigentliche Stadtgebiet von Paris an. Formal ist es eine eigene Stadt, aber Paris ist praktisch, de facto gehört das zum Großraum Paris und damit auch zu Paris, ist kunsthistorisch nicht weniger bedeutsam, ist sogar insofern herausragend, als im Chor von Saint-Denis sich die älteste gotische Architektur überhaupt findet. Also das ist kunsthistorisch ganz herausragend. Das nur am Rande, also die Touristen müssen einfach nur jetzt in eine andere Kirche gehen und haben eigentlich etwas Ähnliches Bedeutsames zu besichtigen, wie es bei Notre Dame der Fall war, die man ja in den nächsten Jahren dann erstmal nicht mehr besichtigen wird. So viel war von meiner Seite zum Thema Kirchenbrand von Notre Dame. Arg symbolisch aufgeladen, trotzdem ist eigentlich nur ein Dachstuhl gebrannt. Aber man hat sehr deutlich sehen können, wie Mechanismen laufen, wie versucht wird, solche starken Bilder ideologisch für sich zu vereinnahmen und wie versucht wird, das für die eigene Ideologie, für die eigene Propaganda nutzbar zu machen. Und vor diesem Hintergrund
Und da es tatsächlich auch funktioniert, starke Emotionen durch solche Bilder zu schüren, ist es durchaus für finstere Kräfte verführerisch, sowas auch mal vielleicht geschehen zu lassen. Ja? Trotzdem will ich hier keine Verschwörungstheorie spinnen. Ich sage ja immer, man muss mit Hypothesen arbeiten, die Hypothesen sozusagen mit Wahrscheinlichkeiten versehen und so schauen, so den Verlauf der Dinge beobachten, und dann kriegt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon eine ganz gute Intuition, was die Wahrheit sein könnte. In diesem Sinne, bleibt kritisch. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der ganzen Debatte haltet, von diesem Medienspektakel. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.